Hallo meine Freunde, mein Name ist Patrick und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei einem neuen Tutorial-Video auf meinem Kanal. Ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und in diesem Video zeige ich euch, wie man für den Fly-by-Wire ja, Liveries installiert in den Microsoft Flight Simulator. Also meine Freunde, los geht's! Ja, also in den letzten Videos sind wir ja durchgegangen, wie man den Fly-by-Wire ja, installiert, wie man SIM-Brief verknüpft mit dem Fly-by-Wire, wie man eine komplette Flugplanung macht und auch wie man die MCDU einstellt, wie man den Takeoff macht und sogar wie man eine LS-Landung durchführt. Das sind wir alles im letzten Video durchgegangen und ich habe mir gedacht, ja gut, jetzt können wir ja alle fliegen, dann machen wir es nochmal schön. Und schauen uns mal ein paar Liveries an, damit ihr auch wisst, wie man die installiert. Müssen wir einmal auf die Seite flysim.to gehen. Den Link packe ich euch auch nochmal nachher in die Videobeschreibung rein. Auf flysim.to bekommt ihr, wer es noch nicht kennt, einige Free-Produkte, also kostenlose Produkte. Flughäfen bekommt ihr hier und natürlich auch die Liveries für den Fly-by-Wire. Ja, was müssen wir jetzt machen? Wir gehen einfach mal davon aus, wir suchen jetzt eine Lufthansa-Livery, ganz egal welche. Ich nehme jetzt einfach einen Lufthansa, weil ja, das so standardmäßig ja, benutzt eigentlich fast jeder eigentlich immer. Ist auch egal, ihr könnt jede Livery nehmen, die ihr wollt für dieses Video. Also, in diesem Fall, was ihr tun müsst, ist einmal hier auf Fly-by-Wire A32 November X wegklicken. Und dann landet ihr auf dieser Seite hier und hier gebt ihr dann einfach Lufthansa ein. Ich habe das schon mal alles vorbereitet, damit wir da, ja, was die Ladezeiten angeht, ein bisschen schneller durchkommen. Also ihr gebt einfach Lufthansa ein und dann landet ihr auch schon auf dieser Seite. Ja. Und hier könnt ihr euch dann eine Lufthansa-Livery aussuchen. Hier gibt es ganz viele verschiedene. Ich bin jetzt hier mal auf Last Updates gegangen. Das ist hier, ja, das ist die aktuellste Version im Endeffekt von diesen Liveries habe. Aber ich gucke mir dann immer so an, wer hat die am meisten Downloads und so ein Kram und die schaue ich mir dann mal an, welche gut sind und ja, schauen wir uns mal an, welche wir hier nehmen. Ich habe hier schon was gesehen gerade. Wie ihr seht, hier gibt es ganz viele verschiedene, die ihr euch auch suchen könnt. Ich nehme jetzt mal hier dieses Fleet Package, ja. Vor 2 Jahren hochgeladen, 18.400 Downloads hat das Ganze, 119.000 Likes, 72 Kommentare. Genau. Klicken wir mal drauf und dann landen wir auf dieser Seite. Dann habt ihr hier so einen kleinen Detaileinblick über das, was ihr bekommt. Wie gesagt, alles kostenfrei. Boah, ne? Lufthansa Becher hier, die Kennung, die Neubrandenburg ist dabei und es sind 1, 2, 3, 4 verschiedene Flugzeuge dabei. Ja, sehr schön. Gut, was ihr jetzt machen müsst, ist einfach hier auf Herunterladen. 110 MB ist auch relativ groß für sowas. Wir klicken einmal auf Start Download und dann geht das Ganze auch schon seinen Weg hier oben. Wie ihr seht, habe ich hier schon eine andere Livery runtergeladen. Die hat uns jetzt aber erstmal nicht zu interessieren. Ja. Also, ich lade das gerade runter, mache dann einen kurzen Cut, dann geht's ja, gleich sofort weiter mit der Installation und wie wir das Ganze in den Flugsimulator reinbekommen. Bis gleich. So, wir haben das Ganze runtergeladen und ich habe mir das Ganze jetzt schon auf meinem Desktop gepackt. Das ist hier, wie ihr zu sehen, wie ihr seht, in der Mitte. So, jetzt habe ich es. Wir machen da einmal einen Doppelklick drauf, ist eine ZIP-Datei und dann sieht das Ganze so aus. Ja? Wir haben jetzt hier die 1, 2, 3, 4 verschiedenen Flugzeuge mit den verschiedenen Kennungen und die möchten wir jetzt einmal alle installieren in den Simulator. Ja, was ihr jetzt tun müsst, ist, ihr geht einmal auf eure Festplatte. Ich weiß nicht, wo es bei euch installiert ist, das kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Ich habe es bei mir auf der zweiten Festplatte liegen und zwar unter D liegt das bei mir. Dann heißt das Ganze Microsoft Flight Simulator und dann müsst ihr einfach mal auf HLM Packages klicken. Dann geht ihr hier wiederum auf Community. Und in diesen Community-Ordner packt ihr nun alles rein, was ihr installieren möchtet. Entweder alle vier oder nur eins, je nachdem, was ihr machen möchtet. Hier packt ihr auch, also hier seht ihr auch alles andere, was ich installiert habe. Also sei es Flughäfen oder andere Liveries. Ich nehme jetzt einfach mal die Delta Alpha India Juliet Alpha. Die packe ich erstmal hier rein.
Wie gesagt, ihr könnt auch alle auf einmal machen, dann habt ihr alle auf einmal drin. Ich packe jetzt nur eine rein. Die ist jetzt hier drin. Und hiermit ist das Ganze auch schon ja, offiziell installiert. Und ja, einfacher geht es ja kaum, ne, meine Freunde. Ich würde sagen, ich starte jetzt mal den Flugsimulator und dann geht's ab und wir schauen uns das Ganze nochmal im Simulator an. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon im Flugsimulator, schneller als gedacht. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr oder dass wir einen normalen Flug starten möchten. Dafür gehen wir einmal auf Feldkarte wieder. Gehen oben links dann einmal auf die Flugzeugauswahl. Hier sehen wir den Fly-by-Wire A320neo. Standardmäßig installiert. Dann klicken wir einmal auf die linke Seite auf Lackierungen und dann seht ihr alle Lackierungen, die ihr installiert habt. Wenn ihr noch keine installiert habt oder beziehungsweise nur die Lufthansa installiert habt, dann seht ihr natürlich nur die Lufthansa. Ich habe jetzt hier noch die Condor, die Eurowings und bla bla blub. Wie gesagt, gibt es ganz verschiedene viele. Hier ist die Delta Alpha India Juliet Alpha. Die wählen wir aus, einfach draufklicken und dann wieder zurück auf die Weltkarte gehen. Dann ist das Ganze ausgewählt, seht ihr hier oben links, dass das Flugzeug ausgewählt ist. Wir gehen jetzt einfach mal nach Düsseldorf rein, würde ich sagen. Mein Lieblingsflugzeug. Ja, wenn ich es finde, immer rein da. So. Und dann wähle ich einfach mal den Flughafen, das Gate Bravo Zero Niner aus. Das altbekannte hatten wir, glaube ich, schon mal in einem Video. Bravo Zero Niner. Wir haben die Lufthansa Bravo Zero Niner ausgewählt. Und dann klicken wir mal auf Losfliegen. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal im Simulator an, wie das ausschaut. Und ein kurzer Cut und dann geht's auch schon direkt weiter für euch. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon im Cockpit. Und wie ihr sehen könnt, ist die Installation schon erfolgt. Und das richtig. Ja, woran seht ihr das? Und zwar, ihr habt hier im Flugzeug direkt die Kennung. Delta Alpha in der Juliet Alpha. Ja, ist installiert. Der Lufthansa Kaffeebecher ist auch da, den wir... wie ihr sehen könnt, das Tablet funktioniert auch 1A und ja, kein Flugplan erkannt, ja, ich habe auch keinen erstellt. Genau, sieht gut aus, wir gucken uns das Ganze natürlich erstmal von außen an, weil das ist ja das, was wir sehen wollen und da ist das schöne Ding. Mal gucken, ob ich das hier hinbekomme, ja, Free Look mäßig, A320neo, Butt Kissing, sehr schön. Schönes Flugzeug, wie ihr seht, Leo ist installiert. Kennung, Delta Alpha, India, Juliet Alpha. Und ja, ich würde sagen, das hat gut funktioniert. Und ja, sieht schön aus, ne? Passt. Alles tipptopp. So, und ja, das war's auch schon, meine Freunde. Ganz kurzes Video heute von mir. Ich weiß, ist nicht normal, aber der Flugsimulator ist halt umfangreich. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt zur Livery-Installation oder sonstiges, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich wieder über ein Like freuen für den Algorithmus und auch über ein nettes Kommentar natürlich. Die letzten Videos sind ja ganz gut angekommen bei euch. Das freut mich sehr. Und ja, wie gesagt, bleibt dabei. Lasst ein Abo da für mehr Tutorial-Videos. Ich werde in der nächsten Zeit noch ein paar veröffentlichen. Und wenn ihr auch Wünsche habt, ansonsten könnt ihr diese natürlich auch unten reinschreiben in die Kommentare. Dann schaue ich mal, ob ich da was machen kann. Also, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Many happy landings. Ciao, ciao, euer Patrick. Ciao.